Wenn mich jemand nach einem Touren-E-Scooter mit ordentlich Reichweite fragt, dann lautet meine Antwort häufig: Schau mal bei VMAX, die haben da einige spannende Modelle am Start. Die E-Scooter des Schweizer Herstellers gehören zweifelsfrei zu den stärksten Modellen am Markt und konnten in unseren Tests nicht nur durch Motorpower, sondern auch eine hervorragende Verarbeitung und innovative Features überzeugen. Hier bekommt man was für sein Geld geboten, muss dafür aber auch einige Scheine mit zur Party bringen. Und wer das nicht will oder kann, der sollte heute dranbleiben. Denn mit dem VX5 Pro bringt VMAX nun einen leichten Einstiegs-E-Scooter, der mit Preisen ab 599 Euro den Einstieg in die VMAX-Welt bezahlbarer machen soll. Doch wo hat der Hersteller bei diesem Modell den Rotstift angesetzt und welche Abstriche müssen wir machen? In diesem Video finden wir es gemeinsam heraus. Kommt mit! Und damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Hentech. Ich bin Henne, schön, dass ihr eingeschaltet habt. In diesem Video werfen wir einen Blick auf Design und Verarbeitung, machen unsere ausführliche Probefahrt und zum Schluss wie immer ein knackiges Fazit mit allen Pros und Cons zum VX5 Pro. Und natürlich habe ich auch einen Gutscheincode für euch, mit dem ihr beim Kauf eines VMAX E-Scooters ein paar Euros sparen könnt. Und los geht's wie immer mit einem ganz entspannten Blick auf das Design und die Verarbeitung. Ein schwarz gummiertes Trittbrett mit Logo, insgesamt ein sehr aufgeräumtes, cleanes Chassis, schmal gebaut, das Logo nochmal auf dem Lenker, die bereits von anderen Modellen bekannte helle Teile integrierte Leuchte, der aufgeräumte Lenker mit dem mittig integrierten Display, das kennen wir auch schon von anderen Fahrzeugen, etwas zum Spiegeln neigt. Auch der Haken für den Klappmechanismus, den wir uns später nochmal genauer anschauen werden, kennen wir schon von anderen VMAX E-Scootern, ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber mehr dazu später. Die Knöpfe haben einen guten Druckpunkt, hier klappert nichts, hier wackelt nichts, so soll das sein. Die Kabelführung, die ist VMAX typisch, ja quasi unsichtbar, alles verdeckt verlegt, führt natürlich zu einer sehr cleanen Optik, gerade hier auch über dem Vorderrad, kein Gebimsel, sehr schön gemacht. Und auch die Schweißnähte, die grundsätzliche Verarbeitung hier am Chassis, ja da gibt es gar nichts zu meckern, das sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Das hintere Schutzblech, auch da finden wir diverse Schrauben, eine solide Verarbeitung und da erwarte ich auch bei diesem E-Scooter keine größeren Probleme, nicht zuletzt auch wegen der seitlichen Verstrebung. Die hellen Blinker von Satellite sind hier in so einer Plastikhülse gefasst, zudem beweglich gelagert. Auch hier solltet ihr im Alltag keinerlei Probleme bekommen. Auch das vordere Schutzblech, solide verarbeitet, tief nach unten gezogen, sodass die Hose, die Füße trocken bleiben. Und wenn es dann doch mal etwas nasser werden sollte, kein Problem. Der E-Scooter verfügt über einen Wasserschutz nach IPX6, sodass hier kurzzeitige Überflutungen und heftige Regenfahrten kein Problem sind. Was die mechanische Belastbarkeit angeht, liegen wir hier bei einer erlaubten Zuladung von maximal 120 Kilo. Der kleine und relativ kurze Metallständer tut das, was er soll, bringt diesen kompakten, leichten E-Scooter sicher zum Stehen. Eine Kleinigkeit zu meckern, die gibt's dann aber doch hier, die Ladebuchsenabdeckung, ja, die hätte man durchaus etwas solider gestalten können und vor allem weniger fummelig. Bevor es gleich auf die Teststrecke geht, noch ein kurzer Blick in den Karton und da sehen wir eins, nämlich viel Pappe. Das ist sehr schön, man verzichtet weitestgehend auf Plastik. Da können sich andere Hersteller durchaus noch eine Scheibe abschneiden. Und wo wir schon mal hier sind, checken wir kurz den Lieferumfang und der ist, würde ich sagen, hier relativ klassisch. Zum einen haben wir hier die Ventilverlängerung zum Befüllen der Luftreifen. Einen elektrischen Luftkompressor habe ich euch in der Videobeschreibung verlinkt. Genauso ein Link zur E-Scooter-Versicherung, für die ihr die Datenbestätigung benötigt. Ja, außerdem dann eine Bedienungsanleitung, die ist bei VMAX schon von jeher auch natürlich in Deutsch gehalten, sodass man hier in, würde ich mal sagen, 10 bis 15 Minuten den wirklich einfachen Aufbau erledigt hat. Und auch eine App gibt es hier beim VX5 Pro, auf die wir im Laufe dieses Reviews natürlich auch nochmal eingehen werden. Ja, das ist auch das einzige Werkzeug, was für den Aufbau benötigt wird. Schrauben sind natürlich auch dabei. Und in diesem Jutebeutel oder Commuting Bag, wie VMAX das nennt, findet sich das Netzteil. Wir laden hier mit 2 Ampere und liegen beim großen Akku 10,4 Ampere, also bei einer Ladezeit von um die 5 bis 6 Stunden. Da wäre durchaus noch etwas mehr drin gewesen. Großer Akku, ihr habt richtig gehört, den VX5 Pro gibt es in 2 Varianten mit 7,8 bzw. 10,4 Amperestunden Akku. Die anderen Leistungsdaten, wie ihr hier seht, unterscheiden sich nicht.
In der Beschreibung unter diesem Video findet ihr wie immer den Link zum Fahrzeug, unsere Gutscheine, Alternativen, das passende Zubehör und alles, was ihr sonst noch braucht. Und damit herzlich willkommen im Praxistest, herzlich willkommen in der Disziplin Fahrverhalten. Dabei schauen wir auf zwei Bereiche. Zum einen die Agilität, also wie gut kommt unser E-Scooter hier durch unseren kleinen Hütchenparcours. Und zum anderen den Fahrkomfort. Wie gut geht er mit unterschiedlichsten Untergründen um? Und los geht's wie immer mit der Agilität. Dabei ganz wichtig das Gewicht. Wir liegen hier bei schlanken 17 Kilo. Das verspricht natürlich ein sehr sportliches, wendiges Fahrverhalten. Ja, Zusammenspiel, Gas, Bremse ist natürlich auch immer wichtig. Ich denke, das ist auch schon genug der Vorrede. Wir probieren es einfach aus und dann schauen wir, wie wohl wir uns hier auf unserem Trittbrett gefühlt haben. Agil ist er auf jeden Fall. Wir sind hier wunderbar durch unseren Hindernisparcours gekommen. Hat richtig Spaß gemacht. Und das verdankt er natürlich seinen kompakten Maßen und vor allem auch des wirklich extrem geringen Gewichts. 17 Kilo, der ist natürlich mega wendig, ideal für die Stadt. Und da weicht ihr auch problemlos mal einem Schlagloch, einem parkenden Auto aus. Und das auch durchaus auf eine spritzig sportliche Art und Weise. In Sachen Ergonomie, da ist dieser E-Scooter wohl für den Durchschnittsmenschen konstruiert. Ich mit 1,80 passe wohl ziemlich genau in dieses Raster, fühlte mich hier auf dem Fahrzeug sehr, sehr wohl. Lenkerhöhe passt. Allerdings ist diese nicht höhenverstellbar, sodass man da immer so ein wenig schauen muss. Ja, das Trittbrett bietet auch für große Füße wie bei mir hier mit 45,5 ausreichend Platz. Nicht zuletzt auch deshalb, weil ihr aufgrund der internen Kabelverlegung auch den vorderen Bereich des Trittbretts noch voll ausnutzen könnt. Zweite Disziplin, das ist der Komfortcheck. Da schauen wir uns das Fahrverhalten auf verschiedenen Untergründen an. Schotter haben wir dabei, dann haben wir richtig fieses Kopfsteinpflaster, deutlich schlimmer als das hier. Und zum Schluss dann auch nochmal vielleicht kurze Abstecher über die Wiese. Aber eins ist klar, ein Offroad-E-Scooter ist das hier natürlich nicht. In Sachen Komfort bietet er 9 Zoll Luftreifen. Der VX5 ohne Pro hatte noch 8,5 Zoll Reifen. Die größeren Reifen bringen durchaus wahrscheinlich einen gewissen Komfortgewinn, sind zudem schlauchlos und dadurch natürlich einfacher im Handling, etwas pannensicherer. Ja, und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal aus und schauen, wie es uns am Ende ergeht. Los geht's hier auf gutem Untergrund. Das schafft jeder E-Scooter. Auch hier natürlich keine Probleme, schön agil, das haben wir ja schon gesehen. Aber ich biege mit euch jetzt hier gleich einmal rechts ab. Da haben wir mal so einen Schotterweg, feiner Schotter, wohlgemerkt. Nasser Schotter, fast schon matschig zwischendrin. Ich bügel jetzt auch mal hier ohne Rücksicht auf Verluste durch den Schmodder. Ja, macht er gut, sichere Bodenhaftung. Ist natürlich kein Problem. Das könnt ihr machen. Dafür sind Luftreifen natürlich geeignet, um auch mal einen Schotterweg zu fahren, wenn es nicht gerade übelster grober Schotter ist. Aber wir wollen die Schwierigkeiten natürlich erhöhen und deshalb geht's jetzt hier aufs Kopfsteinpflaster. Feines Kopfsteinpflaster für den Anfang. Auch das gar kein Problem. In meinen Händen, da seht ihr das klar, da kommen natürlich die Vibrationen an. Wir haben kein Fahrwerk. Aber jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich will hier vom Trittbrett springen. Trittbrett auch gut Platz, wie ihr seht. Schuhgröße 45, passt gut drauf, kein Problem. Vorne auch keine Kabellage, das heißt, ihr könnt das gesamte Trittbrett ausnutzen. Aber jetzt kommt hier richtig fieses Kopfsteinpflaster mit ordentlich fehlenden Steinen sogar. Ja, und das ist übel, ne? Da seht ihr, da kommt natürlich hier sowohl übers Trittbrett als auch über den Lenker kommen die Schläge an. Da stößt dieser, aber auch fast jeder andere E-Scooter an seine Grenzen.
Ein Fahrwerk würde hier vor allem auch diese Mikroruckler rausnehmen, was gut für die Handgelenke ist. Darauf müssen wir hier allerdings verzichten. Aber auf allen anderen Wegen, insbesondere auf Asphalt, gar kein Thema. Zusammenfassend würde ich festhalten, dass der VX5 Pro zwar keinen Preis in Sachen Fahrkomfort gewinnt, aber für die letzte Meile, für die erweiterte letzte Meile, haben die neuen Zollreifen hier einen deutlich besseren Job als noch der Vorgänger gemacht. Und auch die soft gummierten Handgriffe passen hier irgendwo gut ins Konzept. VMAX ist ja bekannt für seine performanten Motoren und da bin ich schon richtig gespannt, wie sich das 36-Volt-System des VX5 Pro hier schlagen wird. Vorher ein kurzer Blick auf den Bereich Bedienung und Display. Und Display ist jetzt auch das richtige Stichwort. VMAX setzt hier auf die ältere Display-Generation aus eigenem Hause. Der Informationsumfang durchaus verbesserungsfähig. Akkustand hier als Balkendiagramm, aktuelle Geschwindigkeit, die Gesamtkilometer, gewählte Blinkrichtung und das war's dann auch schon. Eine Leistungsanzeige, Akkuanzeige in Prozent, die wären wünschenswert, stehen aber immerhin alternativ in der App zur Verfügung. In unserem Steigungstest, da checken wir die E-Scooter an unserer 15% Parkhausrampe und so auch heute unseren VX5 Pro. Kurzer Faktencheck, wir haben einen 400 Watt Hinterradmotor mit bis zu 800 Watt Peakleistung. Der Hersteller gibt eine Steigfähigkeit von 25% an. Ob er das schafft, ist heute also nicht die Frage, vielmehr die Frage, wie schnell wir das Ganze schaffen. Und dazu behaltet ihr bitte hier einmal Tacho im Blick. Ich werde es aber auch ansagen, weil wie eingangs schon gesagt, das spiegelt hier ja so ein bisschen. Ja, und da ist es, glaube ich, einfacher, wenn ich euch die Geschwindigkeit sage. 85 Kilo, die muss er jetzt hier hochbewegen und wir gucken mal, wie gut er das schafft. Gleichzeitig checken wir auch die Anfahrgeschwindigkeit. Ja, die liegt so bei 2 bis 3 km/h. Er zieht gut an, 11, 10, sehr schön, 9 km/h, 8 km/h ist hier der niedrigste Wert, den wir im Display gesehen haben. Wir probieren natürlich auch das Anfahren an Steigungen für euch aus. Und da hilft uns hier eine feine Sache, die bei VMAX noch möglich ist. Es lässt sich nämlich hier per App ganz einfach die Zero-Start-Funktion aktivieren. Das heißt, der E-Scooter beschleunigt direkt beim Berühren oder Antippen des Gasreglers. Ihr seht. Und das ist natürlich immer dann schön, wenn man hier Gefälle hat und da anfahren möchte, dann muss man nicht erst die Mindestgeschwindigkeit erreichen, sondern der Motor startet sofort. Oder auch bei sehr schweren Fahrzeugen, da finde ich das fast schon Pflicht, weil so ein 30 Kilo E-Scooter, den kickt ihr nicht mal eben auf 5 km/h, das macht einfach keinen Spaß. Hier ist das aber sowohl als auch gut machbar, ob nun mit Kickstart oder Zero Start, aber hier habt ihr auf jeden Fall die Wahl. Genug der Vorrede, ich probiere aus, wie das Anfahren hier auf der Rampe funktioniert. Ihr behaltet die Geschwindigkeit im Blick und wir probieren es aus. Und los geht's. Wir sehen 4 km/h, 4 und da bleiben wir auch. Mit 4 km/h, 5 sind wir oben angekommen. Die Reichweite gibt der Hersteller je nach Modell zwischen 25 und 35 Kilometern an, was unserer Erfahrung nach bei VMAX auch relativ gut hinkommt. Sprechen wir jetzt über das Thema Geschwindigkeit. Die meisten von euch wissen es, in Deutschland erlaubt 20 km/h, ist ein Armutszeugnis. Aber wir können es nicht ändern. Was wir aber können, ist die gesetzliche Toleranz von 10% mitnehmen. Dürften also hier auf dem Tacho gleich 22 km/h sehen. Jawohl, das bestätigt sich dann hier im Test. 18,3, 20,3, 21,4 und da erreichen wir sogar über 22 km/h. Die gesetzliche Toleranz nimmt man hier bei VMAX also wie gewohnt mit. Gut gefällt uns auch die spritzige Beschleunigungskurve. Hier bleibt VMAX seiner Linie treu. Ein Anfahren, das einem durchaus ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Hinten heraus bei sehr starken Steigungen. Da muss dieser VMAX natürlich sich seinen großen Brüdern gegenüber geschlagen geben. Wenn wir über E-Scooter-Sicherheit sprechen, dann sprechen wir vor allem natürlich über das Thema Bremsen. Wir haben, wie vorgeschrieben, 2 Stück davon. Komm mal ran, werfen wir einen kurzen Blick drauf. Und zum einen hier links aktivieren wir eine mechanische Trommelbremse auf dem Vorderrad. Trommelbremsen, dabei immer der Vorteil, sehr wartungsarm. Bei Regenfahrten kann euch da kein Schmodder in die Bremse kommen. Die funktionieren und ihr müsst euch da eigentlich um wenig kümmern. Zum anderen, und das ist auch ganz interessant, haben wir hier eine elektromagnetische Bremse, die aber über einen mechanischen, klassischen Bremshebel aktiviert wird. Feeling ist auch relativ natürlich, finde ich gut.
Motorbremse, elektromagnetische Bremse, erzeugt beim Bremsen Energie zurück, ist auch quasi verschleißfrei und ist ideal, wenn ihr auf Ampeln zurollt, längere Strecken bergab rollt und so ein bisschen verzögern wollt, so ein bisschen ausrollen wollt, dann erzeugt die Energie zurück und könnt also wirklich perfekt das Ganze nutzen. Wir machen zwei Durchgänge. Wir starten mit der E-Bremse, im zweiten Durchgang die Gefahrenbremsung. Da ziehe ich die Vorderbremse, die immer auch die E-Bremse im Hinterrad mit aktiviert, ist also quasi eine Allradbremse. Beides probieren wir aus und zum Schluss folgt wie immer das amtliche Endergebnis. Ja, wir starten mit der E-Bremse, beschleunigen erstmal auf Höchstgeschwindigkeit und werden dann für euch natürlich im Nachgang messen. So, 22 und jo. Hier seht ihr unseren Bremsweg. Ja, da würde ich mal so schätzen zwischen 7 und 8 Metern. Das ist eigentlich typisch für diese Hobbywegen E-Bremsen. Ich markiere das Ganze und dann folgt der zweite Durchgang mit der Gefahrenbremsung. Und da bin ich schon richtig gespannt, denn wir haben ja hier nur eine Trommelbremse und Trommelbremsen sind nicht ganz so bissig wie Scheibenbremsen und da haben wir schon die ein oder andere Überraschung in der Vergangenheit erlebt. Ja, das ist natürlich hier ordentlich. Leute, eine Trommelbremse mit einem Bremsweg von unter 2 Metern, genauer gesagt 1,89, das haben wir hier auf Hentec in den rund 100 E-Scooter-Tests, die wir schon gemacht haben, noch nicht erlebt. Spitzenleistung. Aber dieser E-Scooter hat ja in Sachen Sicherheit noch mehr zu bieten. Und auch das schauen wir uns natürlich jetzt kurz an. Und auch die lässt keine Wünsche offen. Ein Rücklicht, das zwar auf den ersten Blick etwas altbacken wirkt, aber ordentlich hell daherkommt. Auch das Bremslicht ist sehr, sehr hell. Die Blinker von Satellite, die hatte ich euch eingangs schon gezeigt. Auch die sind wirklich gut, finden auch ein Pendant, sagt man das so, am Lenker. Also wir haben zwei Blinkerpaare, besser geht's nicht. Sie strahlen nach vorne, strahlen nach hinten. Ja, und da ist wirklich nichts zu meckern. Und selbst die Bedienung hier, die ist ausnahmsweise mal gelungen, denn diese Wippe finde ich deutlich angenehmer, deutlich besser als softe Knöpfe am Lenker oder Gasgriff. Ja, auch hier wirklich ein sehr schönes Sicherheitspaket, was selbst bei Tag, und das könnt ihr jetzt im Bild sehen, ja, wirklich hervorragend erkennbar ist. Sowohl das Rücklicht, Bremslicht, als auch die Blinker, ja, da würde ich sagen, gibt es gar nichts zu meckern. Ideal für einen City-E-Scooter. Da hat VMAX alles richtig gemacht. Und auch das Frontlicht ist mit 60 Lux nicht nur ordentlich hell, sondern verfügt über einen integrierten Reflektor und lässt sich im Neigungswinkel individuell einstellen. Damit hebt er sich deutlich von anderen E-Scootern seiner Klasse ab. Und zu guter Letzt natürlich darf auch hier eine helltönende Glocke, so wie es im Gesetz steht, nicht fehlen. Bevor es gleich dann auch schon zum Fazit geht, testen wir jetzt kurz noch einmal das Thema Transportabilität. Der VX5 Pro ist mit seinen 17 Kilo natürlich prädestiniert für die Mitnahme in Bus und Bahn, dort wo erlaubt, oder auch den Transport im Kofferraum. Der Klappmechanismus an sich ist zweistufig, leicht zu bedienen und der geklappte Lenker rastet hinten ohne weiteres Zutun am Kotflügel ein. Die Lenkerenden sind leider nicht zusätzlich klappbar, was die Mobilität wieder ein klein wenig einschränkt. Weiterer Kritikpunkt betrifft die Spange hier, die den Lenker am Kotflügel arretiert. Die sitzt zwar sicher, ist aber leider nicht als Haken ausgeführt, sodass sich hier kein leichtes Gepäck anhängen lässt. Zurück von der Teststrecke wird es jetzt Zeit für ein kurzes Fazit zum VMAX VX5 Pro. Ein schicker City-Flitzer mit einem tollen Sicherheitspaket, der uns richtig Spaß gemacht hat. Und natürlich gab es auch Dinge, die man vielleicht in der künftigen Generation noch verbessern könnte. Und beide Seiten, also die Pros und Kontras, die möchte ich im Fazit noch einmal kurz für euch zusammenfassen. Und starten wollen wir mit den Dingen, die man vielleicht noch verbessern könnte. Auch wenn die Verarbeitung eigentlich ein klarer Pluspunkt des VX5 Pro ist, stellt die fummelige Ladebuchsenabdeckung ja doch eine mögliche Schwachstelle dar und sollte in künftigen Generationen etwas solider gestaltet werden. Wasserdicht ist sie aber.
Beim Bildschirm setzt WiMAX noch auf die alte Display-Generation, die nicht nur etwas spiegelt, sondern auch im Informationsumfang bei weitem nicht an die neuen Farb-TFT-Displays etwa des VX2 Extreme herankommt. Und zuletzt auch noch etwas Kritik an der App. Die verfügt zwar über eine elektronische Wegfahrsperre, nicht aber über einen Passwortschutz, sodass sich gegebenenfalls auch Unbefugte mit eurem E-Scooter verbinden können. Hier sollte dringend die Software nachgebessert werden. Auf der anderen Seite konnte uns der VX5 aber in vielen Bereichen überzeugen und auch hier noch einmal für euch die wichtigsten Aspekte kurz zusammengefasst. Überzeugt hat uns vor allem die gute Sicherheitsausstattung. Hier hat WiMAX nicht gespart. Blinker vorne, Blinker hinten, helle Front-LED, Rücklicht mit Bremslicht. Da ist wirklich alles dabei, was wir uns wünschen. Und baff, das waren wir hier beim Bremstest. Denn mit einem Bremsweg von unter 2 Metern war das eine der besten Trommelbremsen in unseren Tests. Gut gefällt uns hier auch das agile Fahrverhalten, der WiMAX-typische Anzug, der einem auch beim kleinsten Modell durchaus ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Aber, und das wollen wir natürlich zum Schluss auch nochmal herausstellen, auch wenn die 9 Zoll Tubeless-Reifen im Vergleich zum Vorgänger durchaus eine kleine Verbesserung darstellen, ist dieser E-Scooter natürlich auf Radwegen, auf Asphalt zu Hause. Auch feiner Schotter ist gar kein Problem, habt einen guten Grip, könnt ihr machen, aber Offroad, da ist dieser E-Scooter natürlich irgendwann bei seinen Grenzen. Für euer Geld bekommt ihr hier auf jeden Fall einiges geboten. Hier stimmen Preis-Leistung, ein sehr schönes Gesamtpaket, ein E-Scooter für die letzte Meile, für das tägliche Pendeln zwischen Arbeitsstelle und vielleicht Park-and-Ride-Parkplatz für die Touren in der Stadt und darüber hinaus. Ein E-Scooter, den ich all denjenigen empfehlen möchte, die ein Qualitätsprodukt suchen, ohne dafür gleich tief in die Tasche greifen zu müssen. Das war unser Senf hier zum VX5 Pro und nun interessiert mich natürlich, was ihr von diesem Fahrzeug haltet. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, lasst uns darüber austauschen. Und wer jetzt sagt, nee, ich brauche ein Maximum an Power und Reichweite, schaut unbedingt auch unsere anderen VMAX-Tests. Ich habe euch die Playlist jetzt oben rechts verlinkt. Unter dem Video, da findet ihr wie immer den Link zum Fahrzeug, passendem Zubehör und auch unseren Gutscheincode, mit dem ihr noch ein paar Euros sparen könnt. Wenn es euch heute gefallen hat, lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, denn dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Ich sag danke, schön, dass ihr dabei wart, fahrt vorsichtig und dann sehen wir uns schon ganz bald zu einem neuen Video hier auf Hentech. Ciao! Ihr wollt euren neuen E-Scooter versichern? Dann habe ich hier das passende Video für euch. Ja, und ansonsten noch ganz, ganz viele andere E-Scooter-Tests. Viel Spaß!